Löwe, Partnerschaft, was ist bei dir los? Löwe. Löwe, Partnerschaft, Grand Konstellation, Trost, Trost, La Costanza, Beharrlichkeit in der Partnerschaft. Aber man lässt nicht einfach so los. Ja? Man probiert und probiert in dieser Partnerschaft. Ja? In der Vergangenheit, ja, war Gericht, ja, der Herrscher. Ja? Vergangenheit bearbeiten. Du hattest viel, viel zu bearbeiten, selbst als Person, ja, auch als du in diese Partnerschaft gekommen bist. Und diese Partnerschaft, das Gericht, ja, war ein Neubeginn. Ja, also diese Partnerschaft mit Löwe jetzt, um dich geht es, ja, deine Situation, du bist noch nicht lange mit diesem jemandem zusammen. Ja. Und das war befreit sein, ja, sich neu entfalten, auch in der Partnerschaft. Ja. Und dein Partner ist sehr Solidarität, also Gesetz, Autorität, Verantwortung. Du bist aber sehr konsequent, ja, mit Sicherheit bedacht. Ja. Bereitschaft ist er auch, ja, dein Partner. Und das, ja, diese neue Partnerschaft in Gegenwart hat dir vieles gebracht und das hast du verdient. Ja. Das ist gut gelingen mit diesem Mensch. Sehr gut. Wenn ihr Kinder habt, ja, eure Kinder ist sehr auch er läuft mit euch mit, ja, wenn ihr so eine Idee habt oder die Kinder umsetzen das sehr gut, ja, schon auch auf, seid auch sehr hilfsbereit, gefühlsvoll, unterstützend euch auch, ja, auf Versöhnung, ja, man hat Verständnis für das, was ihr erreicht habt in eure, und die Kinder, ihr gebt das an die Kinder weiter, hm? Und fleißig, sehr fleißige Familien, ja, sehr fleißige Paten, du selbst auch als Mensch sehr fleißig, ja, neues Wagen, ja, auch für die Kinder, ihr denkt viel in Zukunft von Kindern, wenn ihr Kinder habt, ja, etwas ausprobieren, etwas aufbauen, gute Fähigkeiten, kleine Schritte vorwärts, also sehr positiv, ja, in der Partnerschaft. Weil ihr zwei sehr Beharrlichkeit, La Costanz, ja, ihr lässt nicht locker, bis ihr erreicht habt. Das ist gut, als Partner, die Entwicklung, ja, und das befriedigt euch, ja. Nach langer Zeit erzielte Genugtuung. Ihr wisst, in Zukunft tut sich das alles, genau, man erreicht das alles und man verdient das, was man an dem arbeitet, ja, sehr positiv, Löwe, wieder so, ja. Ich nehme noch drei Karten für Löwe, Partnerschaft, ja, sehr positive Karten. Und wie ihr seid, ihr betreibt euch, ja, und sehr, sehr Leidenschaft miteinander, ja, es sind sehr Leidenschaft miteinander, ja, also, wow, die Gefühle, wie ihr seid immer noch diese Flamme füreinander, ja. Aufpassen, dass man mit der Zeit, ja, wegen Verpflichtungen am Alltag, Löwe, ja, nur auf sich schaut und nicht mehr auf den Partner einlässt, ihn dann Rücksicht nimmt, ja. Das ist ein bisschen das Thema hier, ja, genau. Das ist ein bisschen das Thema, ja.
dass man aufpasst, dass man nur für sich guckt, ja, also immer noch miteinander, ja. Ich esse diese Banane, willst du Banane? Und also das ist ein kleines Beispiel, Löwe, ja. Es gibt eine Banane und du möchtest diese Banane essen, du gehst dahin und isst einfach. Sondern ein bisschen Rücksicht nehmen, ja, auf den Partner. Oh Schatz, es gibt nur eine Banane, willst du die essen? Oder kann ich auch teilen? Hm? Ein bisschen auf diese Ebene, ja, aufpassen hier. Sonst ganz wunderbare Karten, ja. Jetzt mische ich hier noch eine Liebesbotschaft für dich, wo zuguckt, ja, wie die Partnerschaft ist. Ja, liebe zuerst dich selbst, ja, deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Finanzen und Karriere. Mhm. Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Also auch da müsst ihr ein Team sein, ja, über die Finanzen. Ja. Und wenn ihr ein Projekt zusammen habt oder eine Idee und wolltet umsetzen, zuerst absichern, ob das wirklich sich lohnt, zu investieren. Da merke ich, ja, Löwe. Alles Gute!